Jo Leute, was geht? Ich bin Classic und heute mal ein Commentary, das euch ein paar von euch interessieren würde. Bestimmt schon mitbekommen, hier mit dieser Abmahnwelle und so alles, mit RedTube, was da so alles vorgeht und so. Und ja, ist heute mal in dem Commentary eben im Hintergrund, ist jetzt ein MW3 Gameplay. Habe ich gerade eben gezockt mal ein bisschen und ich dachte mir mal was anderes als Ghost und ich hau das einfach rein. War jetzt nicht der Überscore, aber wie ihr es von mir kennt, habe ich nicht die krassesten Gameplays. Wenn ihr coole habt, schickt sie mir einfach. Und ja. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen eben auf Facebook gelesen von Focus Online Abmahnungen gegen RedTube-User. Und dann dachte ich mir, hä? Also jetzt nicht, dass ihr denkt, hä, scheiße, ich schaue auf der Seite Porno. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall wurden da ja die Leute, also die Nutzer, die diese Seite eben benutzt haben, die da Videos geschaut haben, abgemahnt. Und zwar von der Kanzlei. Die hieß, boah, wie hieß sie denn? Rechtsanwälte U und C. Ausgesprochen Uhrmann und Kollegen. Die haben eben diese Abmahnung rausgeschickt an die Nutzer der diese Seite, die auf dieser Seite eben diese Videos geschaut haben. Es ging anscheinend alles nicht so mit rechten Dingen zu. Es wurde anscheinend vor dem Gericht so dargestellt, dass diese Seite eine Tauschbörse war, was sie nicht ist. Es ist nämlich nur eine Streaming-Plattform, wo du diese Videos anschaust, aber nicht verbreitest. Also, du machst nichts Verbotenes. Also, es ist sowas Ähnliches wie YouTube eigentlich, halt nur mit anderen Videos, um so zu sagen. Und ja, jetzt 30.000 Leute wurden abgemahnt, aber nur von der Telekom. Also hat die Telekom diese Daten weitergegeben. Und warum hat sie die Daten weitergegeben? Weil es eben vom Gericht so, oder weil diese Kanzlei, wie heißt sie, Uhrmann und Kollegen, es vom Gericht so dargestellt hatte, als wäre es eine Tauschbörse und müsste, und dass die Telekom eben dann die Daten weitergeben müsste. Dann haben die das auch gemacht, die Telekom, und die Daten weitergeben und daraufhin wurden 30.000 Leute abgemahnt. 30.000 ist jede Menge, finde ich, also es sind viele Leute. Es ist natürlich nicht so toll, wenn du verheiratet bist und deine Frau hast und auf einmal kommt so eine Abmahnung ins Haus geflattert, das ist richtig scheiße. Und vor allem, wenn du dann sozusagen nicht mal was dafür kannst eigentlich, weil es geht natürlich noch weiter. Die haben sich jetzt natürlich alle zusammen oder viele zusammengetan, diese Abgemahnten, oder was heißt zusammengetan, die sind viele eben zu einem Anwalt gegangen und dieser Anwalt hat gesagt, hey, wartet mal, das haut doch so nicht hin, es ist keine Tauschbörse, warum mahnt ihr diese Leute ab? Sie können nichts dafür, sie haben ja eigentlich nur diese Videos angeschaut und sie nicht verbreitet, also sind unschuldig. Dann hat er sich das eben nochmal alles durchgeschaut, was sie dem Gericht da gegeben haben und dann hat er gesagt, ja, es ist sehr geschickt geschrieben. Es wird so dargestellt, als wäre es eine Tauschbörse. Das finde ich nicht so toll, dass diese Uhrmann- und Kollegen-Kanzlei da es so darstellt, als wäre es eine Tauschbörse, nur um meiner Meinung nach möglichst viel Kohle zu schöpfen. Ist richtig falsch von denen. Ja, jetzt tun sie dich eben zusammen. Oder jetzt, die sind halt viele bei einem Anwalt und der geht jetzt dagegen vor. Und auch die Seite RedTube hat eben jetzt gesagt, dass sie dagegen vorgehen wollen. Und dass es nicht sein kann und sie haben keine Daten weitergegeben. Es muss eben von diesem Provider gewesen sein, diese Daten, dass sie diese Daten von diesem Provider bekommen haben. In dem Fall jetzt von der Telekom. Als erstes noch nicht schon gewesen, war die Telekom natürlich erst der erste Provider. Es folgen natürlich noch die anderen 1 und 1, was weiß ich, was sonst noch gibt. Da kommt nochmal eine fette Abmahnwelle zu, auf die Leute zu, wenn es jetzt nicht dann doch eingestellt wird, weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht natürlich jetzt für die Kanzlei, die geklagt hat, also Uhrmann und Kollegen, die die Leute abgemahnt hat, nicht so ganz toll aus, weil die da ja nicht so mit ganz rechten Dingen vorgehen, weil die Leute ja eigentlich nur gestreamt haben und das eben nicht verbreitet haben. Und deswegen ist es jetzt alles recht verzwickt, wie auch immer, ich weiß jetzt nicht. Es ist alles recht unklar, was da jetzt so vorgeht, wer recht hat und wer nicht recht hat. Und meiner Meinung nach haben klar die Abgemahnten recht. Also, weil sie haben ja nur diese Videos geschaut, nur gestreamt. Damit ist ja eigentlich kein Verbrechen. Ich kann von mir selbst nochmal erzählen, ich habe auch Filme und Alben in der Tauschbörse runtergeladen mal, also mit Torrent. Also
Kinofilme, was da zur Zeit da lief, ist schon ein Jahr her. Auch Alben, die eben zur Zeit in waren oder aktuell waren. Keine Ahnung, was ich da alles runtergeladen habe. Es war einiges auf jeden Fall. Und dann kam eben auch mal die erste Abmahnung ins Haus gezwitschert, was natürlich jetzt nicht so toll war. Ist natürlich nicht bei der einen geblieben. Dann kam einmal für das Album, dann kam noch für das Album, dann habe ich den Film noch und den Film und das Album. Und es hat sich angehäuft. Und dann habe ich mir natürlich einen Anwalt geholt. Habe am Ende dann den Anwalt halt bezahlt. Der hat dann alles top gemacht. Habe dann natürlich leider auch was für den Anwalt zahlen müssen, aber 1500 Euro. Es ist eine Menge Geld, klar, aber hätte ich diese ganzen Rechnungen gezahlt, dann hätte ich bedeutend mehr zahlen müssen. Deswegen, ja, würde ich mal eure Meinung auch dazu interessieren. Kennt ihr jemanden, der da sowas hat? Oder wart ihr auch schon mal in der Tauschbörse und habt Sachen runtergeladen und sozusagen wieder angeboten dann und habt da auch Abmahnungen bekommen? Und allgemein, wie ihr das findet, dass sie so dreist eigentlich diese Daten oder diese IDs von den Nutzern an sich reißen und ihnen die Abmahnungen schicken, obwohl sie das eigentlich gar nicht machen durften, also weil sie diese Daten ja eigentlich gar nicht hätten haben sollen. Hätten haben, ja, okay. Ja, einfach mal, was ihr dazu denkt. Es ist ein sehr heikles Thema, meiner Meinung nach. Und ich schätze, es wird noch sehr interessant um die Geschichte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Oder ihr könnt gerne mal, falls ihr noch nicht abonniert habt, auf meinem Kanal vorbeischauen und euch meine anderen Videos anschauen. Vielleicht gefällt euch was und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Aber nur, wenn es euch gefallen hat. Jo, dann war es von mir. Haut's rein. Ciao.